Nervensäge! 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 Mann, jetzt nerv ich nicht! Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy! Ja. Also, dieser Toad, der geht mir schon richtig mächtig auf den Keks! Jedes Mal fange ich so ein Part an, ne? Geh mit Freude rein und dann... Ja, so kann man einen auch einen Ohrwurm erzwingen. Ja, annehmen, natürlich. Mario ist jetzt nicht so, dass er sagt, ja, ich kann das nicht annehmen. Nee, so schlimm ist er nicht. Deswegen, keine falsche Bescheidenheit hier. Gut. ja, ich würde sagen, Freunde, es ist an der Zeit, ne? Final Bowser Fight. Wir haben alles gelöst. Ich gucke nochmal kurz drauf. Ja, ich weiß nicht mehr, wann ich aufgenommen habe. Es ist schon mehr als eine Woche her. Sehr viel auf Lager hatte ich. Die Liste. Ach, woran sehe ich denn jetzt, was erledigt ist und was nicht? Hast du schon alles erledigt? Ja, das passt schon, würde ich sagen, ne? Also, überall diese Krone. Ja, wir müssen auf die Kronen achten. Nee, ich glaube, es ist echt alles erledigt. Komm, wir machen jetzt einfach eine Final Bowser. Wenn es nicht erledigt ist, dann läuft es mir auch nicht weg. Ich werde schon meine 120 Sterne irgendwann kriegen. Endlich ist die Zeit gekommen. Gehst zum Zentrum des Universums, wo der dir kostbare Mensch wartet. Natürlich, brauch meine Quietschi Peach, meine liebe Peach. Dann lass uns gehen. Oh mein Gott, eine epische Filmsequenz. Ganz im Ernst. Das Finale in Galaxy ist verdammt geil gemacht. Bestes Mario-Finale ever. Was? So viel dazu. Ne? Ja, ich werde das irgendwie mal wieder hinbiegen, ne? Und dann sehen wir uns gleich wieder. Pff, hatte ich auch noch nicht. So sieht das Finale in Super Mario Galaxy aus. Schick, oder? Und der zweite Versuch. Diesmal ohne fiese Bugs, Bowser. Also, dass Bowser uns jetzt so hier betrügt, das hätte ich nicht gedacht. Da macht er einfach, kriegt er einfach das Spiel zum Absturz. So kann man Mario auch besiegen, ne? Was zur Hölle? Wie bescheuert. Magic in the air. Den ganzen Ernst, bitte nicht abschließen, bitte, bitte, bitte. Oh, das tust du mir nicht an, Rosalina, oder? Diesmal geht's, diesmal geht's, diesmal geht's. Alle Daumen drücken, Freunde, alle rufen. Denn diesmal geht's. Gebt mir Kraft. Gebt Rosalina Kraft. Nur dann kann das Sternschiff abheben. Gemeinsam, wenn ihr an Mario glaubt, können wir Bowser besiegen. Gemeinsam können wir meine Wii zum Funktionieren bringen. Oh Mann, wie bei Blue's Clues. Ein Hinweis, ein Hinweis. Jetzt müsst ihr so rufen. Ja, gib Kraft, Kraft. Ja, ja. Was ich mir wieder rein interpretiere, ist wieder mal God-like, ey. Nur Bullshit. Okay, Rosalina, Sternschiff. Die Sternwarte zerstört hier jegliche Airships von Bowser. Über das Schloss gelangst du dahin. Sie sind dort, beeil dich. Ja. Alle Airships von Bowser können Mario nichts mehr entgegensetzen. Die wurden einfach weggefetzt. Und Mario ja so eine epische Brücke, wie die Regenbogenbrücke aus The Legend of Zelda Ocarina of Time. Geht dann ganz gechillt ins Schloss. Aber im Schloss wartet natürlich noch der letzte Stern auf uns. Die letzte Herausforderung. Das Schicksal des Universe. Masters of the Universe. Ich habe die Kraft! Und so weiter. Bowsers Galaxiefabrik ist das Finale. Und es funktioniert. Da bin ich doch froh. Ich habe Mama gefragt. Du kämpfst nicht nur für uns, sondern auch um deine geliebte Person zu befreien. Pass auf dich auf. Und was auch geschieht, verliere bloß nicht. Ja, kann dir auch scheißegal sein, mein Gott. Die Lichtkegel haben eine eigene Gravitation. Folge ihnen. Jo, wie das mal wieder hier physikalisch möglich ist, ist mir ein Rätsel. Ich meine, ich war in Physik eine absolute Niete. Hab so schnell abgewählt, wie ich konnte. Und naja, aber wie das hier funktioniert, das weiß ich auch nicht. Es ist einfach weil Baum Ausrufezeichen, weil Nintendo das so sagt. ja, diese Feuerdinger da, diese. Wie nennt man die? Seit Mario Bros. 1 gibt's die schon. Diese drehenden Feuer. Fontänen des Todes! Of Doom. Of Doom, ganz klar. Ich weiß nicht, was es ist. Ist ja auch egal.
Was ich ganz beschissen finde, ist eigentlich diese Musik hier. Der hat zwar was Episches, aber ich habe mich so gefreut auf meine Cooper's Road. Das heißt, wir werden nie mehr Cooper's Road hören. Nee, ganz im Ernst, ich bin voll traurig. Ey, ich will doch nicht bis in 10 Jahren oder so warten, bis wir dann Super Luigi Galaxy machen oder so. Bis jetzt geht's sogar noch, das Finale. Also ich finde das mega einfach. Im letzten Part haben wir ja die Challenge Galaxy gemacht und das war halt richtig, richtig krass. Und das hier ist echt ein Witz vor Onkel Fritz dagegen. Ja, der Feuerball, der war halt ein bisschen assi. Aber Mai, wir haben ja extra 3 Energieeinheiten. Das One-Up kann mir gestohlen bleiben. Das ist das Leben des Todes, ganz klar. Nee, nee, ich nicht. Wow! Bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Jetzt hier irgendwelche Eisdinger, die keine Eisdinger sind, denn wir rutschen gar nicht. Oder? Doch! Doch! Ich darf nicht schütteln, Alter! Bloß nicht schütteln. Ja, das One-Up, das nehme ich doch gern. Das geht weg! Das geht weg! Das geht weg! Das geht weg! Alter! Die hätten mich oben vorfahren können, oder was meint ihr? Voll fies! Mann! Womit habe ich das verdient? Bin ich wirklich so böse? Bin ich ein schlechter Mensch? Okay. Ach, ich bin einfach nur gut drauf. Ich bin nur gut drauf. Das ist halt so. Da müsst ihr jetzt mit klarkommen und chillen. Ich mag ein bisschen crazy sein, aber ich kann es. Da. Oh Mann, oh mein Gott. Was ich ganz geil finde, ist, ne? Hier war eine feine Bowser. Erst so ein typisches Castle, so an der Wand lang. Dann Eis. Dann Sand. Also das wird alles immer aufgenommen. Was wir bereits hatten hier so. Das war von Sternstaubgalaxie. Diese leuchtenden Blöcke. Alles, was wir bereits erlebt hatten, meine Freunde. Das wird hier nochmal aufgegriffen. Das ist ein schöner Abschluss. I like it. Hier haben wir Schwerkraft. Müssen wir natürlich hier drauf achten. Nö! Wieso geht das weg? Wieso geht das weg? Ha! Nintendo! Warum verarscht ihr mich? Solche Schweine! Sie haben Mario getötet! Die Schweine! Oh mein Gott. Was zur Hölle war das denn? Epic Fail. Okay. Zack. Chill. Ja, wie soll ich denn? Ey, bin ich Jesus Christ! Mann! Wie soll das gehen? Hilfe! Hilfe! Okay. Vielleicht einfach ein bisschen gelassen oder dran gehen. Aber das geht ja weg, ne? Man kann hier sich durch die Zeit der Welt lassen. Kann ich hier nicht einfach so einen Tee trinken, ne? Auch wenn ich das vielleicht gerne würde oder so. Tea Time. Ich will jetzt auch nicht so der Tee trinken oder so. Ah, diesmal hat's hier geklappt. Knie. Okay, es geht weg. Ich geht weg. Der Laden geht weg, ey. Haut der einfach ohne mich ab, ne? Hat mich noch nicht mal gefragt, ob ich das überhaupt will. Sagt sich einfach, joa. Das passt schon, ne? Jetzt hier nochmal. Oh, nein, ich will doch, dass hier ein Checkpoint ist. Meinst du, ich will das da hinten nochmal machen? Nee, sehe ich so aus. Sehe ich aus wie Pfannkuchen. Ja, wenn der mich platt macht, schon. Ach ja. Ah, Freunde. Mir geht's zurzeit sehr, sehr, sehr gut. Echt jetzt? Naja. Also so real-life-technisch, ne? Es gab auch so eine Zeit mal zwischendurch, da ging es mir ganz, ganz scheiße. Es war so bei Paper Mario 2... Ah, oh, dammit. Bei Paper Mario 2... die erste Welt, das Drachental... Seriously? Oh, nö, ey. Es war so beim Drachental, wo es mir nicht so geil ging. Und jetzt geht's mir einfach nur bombastisch. Aber es tut ja einfach nicht zusammen. Wir sind hier im Finale und ich rede über mein Real Life. Mein Gott. Einfach durch. Wie so ein UFO, ne? Als wenn Mario irgendwie so vom UFO entführt worden wäre und dann, joa, I'm back. Back to the roots, ne? Wieder hier wieder auf der Erde oder auf der Galaxie gestrahlt. Ach, diese Dolle verstrahlt. Diese Aliens. Die Spinnen, die Aliens. Nee, ganz im Ernst, es ist hier ganz schön krass, ne? Wenn du nicht einmal abkratzen darfst, sondern bist du wieder da hinten. Nein! Bitte nicht. Nein, bitte nicht. Thank God. Kugel Willi, du Bastard. Du fliegender Bastard. Okay, eine Coin für den geldgeilen Mario. Oh mein Gott. Kugel Willi auf 12 Uhr.
Es wird heute nichts. Ach, Mann. Warum denn nicht? Ah, dammit, ich soll mich echt zusammenreißen, wisst ihr? Ach ja. Wenn das nicht klappen will, dann klappt das auch nicht. Ach komm, was willst du da, Mann? Diese Stelle ist einfach nur abgefuckt. Mann, das finde ich nicht gut. Also ich finde das echt richtig scheiße, weißt du das? Also, ich lasse da viel mit mir machen, aber das hier zu weit, du. Das ist die dicken Stimme. Oh nein! Twom, das wirst du in der letzten Sekunde tun. Lass es uns tun, Twom. Zweideutigkeit vor dem Wind. So. Das war... Habt ihr Spaß gehabt, Freunde? Habt ihr Spaß gehabt? Das freut mich. Jetzt kann ich aber skillen. Ihr habt eure Fails gehabt. Und jetzt geht's richtig los. So, da guckt er, wa? Alles ganz einfach. Wie billig ist das denn hier? Wie billig ist das denn hier? Sie verlieren die Galaxie. Sie verlieren bei... Super Baby Player Galaxy oder was? Was ist das? So einfach. So alles einfach. Also ihr macht... Wer fehlt bei sowas? Ich bestimmt nicht. Erstmal die Statue kaputt gemacht. Nee, mehr ist... Hier fehlt doch kein normaler Mensch, oder? Was meint ihr? Hier. Zack, zack, zack. Geht einfach so von der Hüfte hier. Wie bin ich? So ein Witz hier. Ist ja geschenkt. Ja, Kugel, Willi. Mach alles kaputt. Mach kaputt, was dich kaputt macht, Alter. Ja, komm, einmal im Lavabad ist doch immer eine ganz gute Sache. Ne? Andere gehen ja auch in eine Sauna und so. Mario will sich halt ein bisschen einheizen. Er fühlt sich dann immer hot. Warum? Ja, die paar Kugelwies. Mei. Dann gehst du hier halt nochmal ein bisschen baden, Mario. Aber ja, letzten Endes geht es dir doch ganz gut, oder? So nah und doch so fern. Ich habe das Ziel gerochen. Es roch nach Stinkefüßen. Naja, egal. Alter, jetzt will ich's hinkriegen. Ich lass mal meine ganz lockere, spaßige Art beiseite. Und nehme das jetzt mal ernst hier. Schwer ist eigentlich nicht. Letzte Galaxie hier. Final Bowser. Aber gut. Ja, die Kugelwiesen stören so ein bisschen, wie ich finde. Bisschen fies gemacht. Man muss ja hier so vorgeben springen, ne? Man hat ja hier nicht freien Lauf- und Sprungraum. Man muss ja immer auf diesen Stahlplatten sein. Und wenn dann da so ein Kugel wie entgegenfliegt, das kommt richtig asozial rüber, wisst ihr das? So richtig RTL-Niveau. Alter! Chill, 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 chill! Du Bastard! Dreht der um! Lord, bin doch noch da! Jetzt gibt's was in der Fresse, Alter! Seid ihr noch dran? Was macht ihr so? Schönes Wetter? Gut, freut mich. Ganz im Ernst, ich möchte jetzt den Final Bowser. Also, was wir auf jeden Fall nicht mehr machen, ist noch ein anderer Stern. Ich mache jetzt hier mit euch den Final Bowser und dann war es das. Im Ernst, in diesem Part nur Final Bowser und Credits. Ganz im Ernst, wenn ich mich so dumm anstelle, ist das schon nicht mehr förderlich. Ich meine, es ist wirklich nicht schwer hier. Und die Challenge-Galaxien sehr gut gelöst sogar. Falls ihr es nicht glaubt, könnt ihr noch anschauen. Ich finde, die haben wir echt ganz gut hingekriegt. Ball war ich sehr zufrieden. Surfen, mega zufrieden. Ja, Blase ist so eine Sache, ne? Ist ja auch so ein bisschen Geduldsspielchen und so, aber... An sich war ich sehr zufrieden mit der Blase. Ich habe gut geblasen. Sagen wir es mal so. Zweideutigkeit vor der Wiener Schnitzel. Ja, du brauchst gar nicht so fies zu grinsen. Du bist nicht ein Lappen. Deine kleinen Freunde, das sind die Schlimmen. Wenn die zielsuchend sind. Na, immerhin wieder... Regeneriert! Regeneration for this generation! Okay. Ey, du bist doch ein Vollidiot, Mario. Du bist ein Vollspast. Aber ich blicke zuversichtlich in die Zukunft. Das hätte ich nicht sagen müssen, denn jetzt fail ich nur rund um die Uhr. Du Scheißkerl, du wirst mich nicht kriegen, du auch nicht. Yes, Motherfucker! Fuckers! Nein! Nein, nicht in die Lava fallen! Nicht in die Lava fallen! Du Bastard! Alter, so knapp! So knapp! Bitte jetzt Checkpoint, bitte Checkpoint, bitte Checkpoint! Hier muss ein Checkpoint sein!
Du kannst mich mal am Arsch lecken, du dummer Spaten. Haha, wo suchst du denn? Prinzessin Peach ist ja drüben. Mario, ich geb dir zwar hier nur einen Kuss und nicht mehr, aber egal. Na egal, Mario will sie trotzdem haben, die Alte. Aber Bowser bewacht sie natürlich noch. Ja, hier muss einfach ein Checkpoint sein. Oh, ne Witz, ich mach das so nicht normal. Das war ja so krass, ey. Das wäre fast ein epic Fail geworden, ey. So viele scheißen Fails, wie es hier gibt, ey. Ich hol mir den jetzt, weil... Ich hol mir nur Pilz, aber ich möchte trotzdem kein Leben verlieren oder nur 3 Leben insgesamt verlieren. Ich hol mir den jetzt nur, weil ich nicht das wieder normal spielen will bis hierhin. Ich weiß ja nicht, wo hier ein Checkpoint ist. Es wird hier nicht angezeigt im ersten Teil. Also nur zur Sicherheit jetzt. Ihr Noob-Pilz, ich brauch den nicht. Ich krieg das ohnehin. Das werden wir ja sehen. Die Zeit ist gekommen, der große Königstern, der der Kern meines neuen Universums sein wird, nähert sich seiner Vollendung. Sieh genau hin. Boah, schick. Sieht aus wie die Sonne. Dieses Sternzentrum ist zusammen mit Peach mal 10.000 Jahre während des großes Galaxie-Imperium errichten. Und mein Imperium wird sich wieder der Urknall im ganzen Universum ausbreiten. Das heißt, Mario, du musst zuerst aus dem Weg geräumt werden. Das verstehst du doch, oder? Rage Mode. Final Bowser Fight. 3 Etappen hat er, glaube ich. Der geilste Bowser Fight in allen Mario-Spielen, ich finde. Einfach weil der so sich so zieht mit 3 Etappen und so. So, erster Treffer. Muss man einfach so machen. Er hat schon den Felspilz aus Galaxy 2 ausgegraben. Galaxy 2 gibt es ja den Felspilz, wo Mario sich auch in eine Felskugel verwandeln kann. Und naja. Man kann ihn nur da treffen, wo sein Face ist. Sein hässliches Face. So. Bum, 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 bum. Das sitzt, mein Freund. Mein lieber Echsenkönig, das sitzt. Das ist jetzt die leichteste Phase. Hab den noch ganz gut in Erinnerung. Ey! Wollen aber nicht hier heiß werden, ne? Heiß, heißes Spielchen, Alter. Ja, komm mal her, du Arsch. Alter, willst du jetzt ewig rumrollen? Wird dir dabei nicht schwindelig? Doch, komm! Seriously. Ey, wie soll ich das denn machen? Wenn der gar nicht... Als wenn das wüsste, ne? Der platziert sich extra nicht nah an diesen Dingern. Dammit! Soll ich ihn dann... Ja, roll's platt und wie soll ich dich jetzt besiegen, du Vollpfosten, ey? Ja, was soll ich denn machen? Vielleicht geht es ja so. I don't know. Ah, das geht auch so! Ja, Mann, ich bin doch nicht Uri Geller! So genau weißt du das auch nicht mehr. Auch nicht mehr. Na gut. Gut, deine Fireballs raus. Suck my balls, my Fireballs. So. Mann, warum denn nicht? So, jetzt aber hier. Tick Dead. Oh yeah. Der hat gesessen und der nicht. Dammit, hoffentlich dreht er sich noch ein bisschen. Bowser dreht durch. Ach komm. Willst du mich denn ganz zum Narren halten? Natürlich will er das. Von wegen hier. Ausruhen, nee, nee, du kommst nicht mehr zum Angreifen, mein Freund. Ah, überrollt er mich einfach so, der Sack. Mann, wie er mich austrickst, wie er mich trollt. So. Final Phase. Da, da, da. Na, an seinen ultimativen Kometen oder was er da gesagt hat. Das hier, das funktioniert wie die vorherigen Bowser Fights. Einfach da auf diese Ding, aufs Ding stellen und dann passt es. Absolut einfach eigentlich. Schwer ist der Bowser-Kampf nicht. Hab auch bis jetzt erst einen Treffer kassiert. Ich hoffe, ich kann das so beibehalten. Das wäre schon sehr geil. Dann kann ich euch einfach mal zeigen, dass ich Noob-Pilz nicht brauche. Mann, so rennt er so bescheuert. So blöde weg da halt. Ja toll. Jetzt bist du nicht mehr so, ne? Mann, was mach ich denn jetzt? Na und nochmal. Auf ein weiteres Mal. Na, fuck. Concentration. Ja, was willst du machen? Wenn du nur einmal da jumpt. Hey, jetzt aber wieder. Oh, hat Bowser schon sich verbrannt? Aber deine Mutti hat doch mal gesagt, man soll nicht auf den offenen Herd packen. Offener Herd? Naja, ihr wisst, was ich meine. Aufs Seranfeld. So ähnlich ist das hier. Do, 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 do. Wie ich immer höre, die Musik ist so episch, ist es auch, aber ich finde Koopas World einfach am geilsten.
Na gut, jetzt ist hier der obligatorische Pilz wahrscheinlich weg. Seht ihr doch jetzt schon. Der Nupilz. Ja, oh, Nupilz down, natürlich. Ne, ich hätte mir jetzt die Münzen geholt. Ohne den wäre ich natürlich noch vorsichtiger gewesen. Aber es war schon sehr krass, was da gerade abging, muss ich sagen. Ach man, warum denn nicht? Ach, du bist ein Lappenbowser, weißt du das eigentlich? Du bist so ein Waschlappen. Mann, jetzt rollt er wieder, ne? Keep on rolling. Ne, diese Scheiße, das gefällt mir gar nicht. Weil diese Feuerbälle noch dazwischen sind und so, ist echt fies gemacht. Und dann, wenn noch zwei der Wellen aktiv sind, dann rollt er schon. Also das hier ist jetzt echt ganz schön krass. Aber das sitzt jetzt. So. Fällt immer ganz schön entgegen und gebt ihr ordentlich. Auf die Weichteile, auf den Schwanz. So, und nochmal das Ganze und das war's. Ist down. An sich ganz einfach, oder? Aber Galaxy 2 war es noch einfacher. Der Koopa-König ist wieder mal besiegt. Geh auf deinen geliebten Planet. Ich weiß sowieso nicht, was du da mit Peach willst. Nur Feuer, nur Flammen ist die Hölle. Die Hölle auf Erden. Oh, der letzte. Große Stern offenbart sich uns. Ja. Dann ist die Kraft vollständig wieder zurückgekehrt auf die Sternwarte. Schön, oder? Take it. Love it. And fuck it. Nee, das nicht. Ach ja. Das fuck it, fragt er mal vorsichtig bei Peach an, aber es wird ja eh nichts. Ja, ja. Kriegt er höchstens nur einen Kuss. Bin ja schon gespannt wieder. Aber hey, ganz im Ernst, jetzt hier diese Zwischensequenz, die ist saugeil gemacht. Die jetzt kommt. Beste Mario-Sequenz ever. Schon Kino-Qualität. Zum letzten Moment gerettet, so voll Kitschi und so. Und dann beide am Handy, ja, natürlich. Oh Mann. Ein bisschen Kitschi ist schon, ne? Ja, es wird noch ganz cool. Vor allem mit den Effekten und so, echt cool gemacht. Jetzt fliegt nicht dieser scheiß Planet in der Luft von Bowser. Den er da erschaffen hat, oder was? Alles versinkt. Nein! Mein ganzes Königreich, was ich mir erbaut habe, nein! Mir scheißegal, ey. Muss ja nicht mehr so asozial sein, hätte ich vielleicht heile gelassen, aber dann wärst du immer noch Single. Ja, da ist er noch, der Bowser, aber ich glaube nicht, dass er mehr kämpfen kann, also wie er da rumtorkelt. Ganz frisch bist du nicht mehr im Kopf, ne? Oh, ups, da ist jemand nicht mehr ganz frisch im Kopf. Hasi, er hat Hasi nicht gerettet. Ja, stöhn noch ein bisschen mehr rum und wenn andere das nur hören, dann denken sie, es ist ein Porno. Nee, Spaß. Mein Königstern erschrumpft. Drama, Drama, Baby! Hier, ja. Hey, it burns, burns, burns und Explosion! Wow, schwarzes Loch! Die Welt geht unter 2012! Was geht ab? Und Mario wird weggewirbelt! Wird er es überleben? Was passiert mit diesem Schloss? Was passiert mit Peach? Mit der Sternwarte? Wie geht's weiter? Wird es doch ein anderes Mario-Spiel geben? Ja, wird es. Es gibt Galaxy 2, aber trotzdem. Sieht sehr krass aus. Das ist der Luma, der immer Mario an der Seite stand. Was will der denn jetzt plötzlich? Es sind mehrere Lumas. Versuchen sie etwa das schwarze Loch zu versiegeln? Man weiß es nicht. In der Tat scheint zu klappen. Eine Sanduhr, okay. Phantom Hourglass. Voll crazy gerade. Okay. Und jetzt. Ein Kind ist geboren, oder was? Ich wusste gar nicht, dass ich schwanger war, aber scheinbar. Freunde, ich bin jetzt Vater.
Was soll das? So ein Kind am Schreien. Wie bei einem Lied von Disturbed, das schreit auch am Anfang irgendwie so ein Kind. Ja, My Child heißt das, das Lied. Erinnert mich gerade so daran. Ein Sternbaby wurde geboren. Dieses Kind wird sicherlich dereinst eine neue Galaxie werden. Die Sternkinder werden zu neuen Galaxien. Mhm. Wissen wir ja bereits, wenn wir Gromeluma füttern, wird der auch mal zu einer neuen... Nee, zu einer Galaxie nicht. Zu einem Planeten. Okay. Wenn das Licht eines Sterns verblasst, zerbierst er zu Sternstaub. Wenn man diesen sammelt und zusammenfügt, wird er wieder zu einem Stern. Und so dreht sich der Kreis des Lebens weiter. Aber es wiederholt sich nie das Gleiche. Es ist immer wieder neu. So. Und so... Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Vielleicht ist sie auch ein Klempner in deiner Nähe. Oh, ich hab's drauf heute. Ah, sorry für die ganzen Fails. Kann ich mich echt nur dafür entschuldigen. Ey, diese Grafik, ne? HD. Besser als Mario 3D World. Von der Grafik, ganz im Ernst. Es ist so übel, dass man hier auf Wii noch was Besseres geschafft hat als auf Wii U. Es ist so atemberaubend. Ich hoffe ja immer noch auf ein neues, richtiges 3D-Mario für Wii U. Und dann geht das richtig ab mit der Grafik. Das riech ich schon. Ganz im Ernst, guck ich es mal an. So überdurchschnittlich. Also Grafikwerte, wo wir so absahen. Bestes Grafikspiel für die Wii, würde ich sagen. Mit Resident Evil 4 vielleicht. Es geht so endab. Und alle versammeln sich. Selbst die Bösewichte hier am Anfang. Mutant Tyrannia war da. Was, ein Isek? Ah ne, es war glaube ich diese Dino Piranha, ne? Ne, es war ja Mutant Tyrannia aus Sunshine, oder? Und Bowser ist auch wieder da, na gut. Ah, der ist immer noch ein bisschen besoffen von der letzten Party. Oh, Peach. Können wir jetzt einen flotten Dreier machen, ne? Sind wir alle glücklich? Oh. Mama mia, nee. Das Gedächtnis der Sterne. Ein neues Leben. Und auch an euch. Was? Ah. Das ist gar nicht richtig mitgelesen. Egal. Welcome! Welcome, New Galaxy! Welcome to a New Galaxy! Ja. Hm. New Galaxy. Galaxy 2 oder was? Das haben wir bereits Let's Played. Das war Galaxy 1. Freunde, das war's. Galaxy 1, natürlich noch nicht ganz zu Ende. Gibt noch die lila Münzen. Wird auch lustig mit euch. Habe ich mir schon oft Topics rausgesucht. Wird ganz interessant. Rede ich so ein bisschen über mein Real Life oder sonst was bei Gamer. So von einem Mario-Spiel oder so gebe ich euch ein bisschen so rückblickend Infos. Wenn wir die 3D-Marios untere Lupe nehmen, habe ich mir schon gedacht. Von mir sage ich was. Vielleicht noch ein paar lustige Stories auch noch. Das krieg ich schon hin. Mir da Gedanken drum gemacht. Sind das ein bisschen interessant gestaltet, die lila Münzensuche. Aber natürlich braucht das Spiel auch noch ein Fazit. Super Mario Galaxy, verdammt geil. Verdammt, verdammt geil. Ein absolutes Meisterwerk. Viel besser als Sunshine, obwohl Sunshine ja dieses Open-World-Feeling hatte. Aber hier gab's ja auch Open-World Galaxy. Das ist das Geilere bei Galaxy 1 als bei Galaxy 2. Bei Galaxy 2 war halt sehr linear. Hier hat man Open World und lineare Galaxien. Hier wird für Abwechslung gesorgt. Hier wird man wirklich immer wieder gegen was anderen gegenübergestellt. Man erkundet immer wieder was Neues. Jede Welt ist einzigartig. Ich finde das so geil gemacht. Und es gibt auch so verdammt viel zu entdecken. Und es macht verdammt viel Spaß. Und die Grafik und alles ist super designt. Super liebevoll und detailreich. Es ist geil. Es ist richtig, richtig geil. Es ist ein super gutes Erlebnis, dieses Spiel zu spielen. Absolute Kaufempfehlung, ganz im Ernst. Wo der Kritikpunkt drin liegt, ist ein bisschen die Schwierigkeit. Es ist sehr einfach für Anfänger auch zu empfehlen. Es war in Galaxy 2 ja nicht so, es war ja hart. Ja, die letzten Level. Aber das Spiel war eigentlich sehr einfach. Die Challenge-Galaxien und die Kokon-Asteroiden-Galaxie und vielleicht das Final Bowser-Castle, das war ganz schön knackig. Mehr aber nicht. Der Rest war machbar. Herr Nachbar. Und ja, das war so mein Fazit. Gehe ich natürlich nur auf die Wertungen ein, also Story-Wertungen, naja. Zu der Zeit war es mal was Neues, ne? Bowser nimmt Peach mit, ist immer das Gleiche, aber er führt sie ins Universum. Wer hat damit gerechnet, dass in
im Universum Mario Abenteuer stattfindet. Ist an sich ganz innovativ, ne? Aber ansonsten wird ja in der Story nicht viel drauf eingegangen. Ich meine, da gibt es noch diese Hintergrundgeschichte mit den Lumas. Werden wir in der Bibliothek auch irgendwann noch rausfinden, aber ja, wird Mario halt so ein bisschen hilflos ins Universum geschleudert oder trifft da Rosalina und so. An sich ist ganz gut durchdacht. Für Mario-Spiel ist es gut durchdacht, die Story. Deswegen gebe ich mal eine Story-Wertung für Mario und Jump'n'Run-Verhältnisse von 83%. Kann sich sehen lassen für Mario-Spiel. Eine sehr gute Werte, aber es ist natürlich für Mario und Jump'n'Run-Verhältnisse, ne? Jetzt nicht allgemein, ne? Wenn ich sage, Kingdom Hearts hat 92% Story oder so, kann man das natürlich nicht mit Jump'n'Run vergleichen. Das ist dafür RPG-Verhältnisse, als Beispiel jetzt. Ja, aber weiter mit der Grafikwertung. Habe ich ja schon eben vorgesprochen. Also Grafikwertung gebe ich echt 97%. Das ist bahnbrechend, das ist epic. Aber Mario Galaxy hat ja schon in den Zeitschriften damals 97% insgesamt bekommen. So gut werde ich es auch wieder nicht bewerten, aber es ist einfach Meisterwerk, das hat es mal wieder gezeigt. Was haben wir noch Schönes? Soundwertung, ja, natürlich. Remixer haben wir, wir haben schön neue Soundtracks, schön mit Orchester hinterlegt. Also die Soundtracks sind sehr stimmig und atmosphärisch. Und auch ein bisschen nostalgisch teilweise. Finde ich sehr geil. Soundtrack-Wertung ist natürlich nicht ganz so gut wie bei Galaxy 2. Bei Galaxy 2 hat mehr geboten, mehr Retro-Soundtracks, mehr neue Soundtracks. Da gab es noch mehr Auswahl, aber ich gebe mal eine Soundwertung von 90%. Von 90%, genau. Und Gameplay macht einfach Bock, das Teil. Ein Stück Software. Gameplay-Wertung gebe ich 91% und insgesamt würde ich das Spiel auf 93% bewerten. Das ist geil. Thanks for playing my game. Thanks for playing my game. Gern geschehen, Mario. Immer wieder gerne. Jetzt hat der Part natürlich Überlänge. Und lila Schamanach-Kometen sind aufgetaucht. Die ersten Assis kommen schon. Bei lila Kometen muss man halt 100 lila Münzen sammeln. Das werden wir tun. Im nächsten Part, Freunde. Der Part ist viel zu lang geworden. I'm sorry, don't worry. It's good to be Kartoffel Perry. Oh, nur 16 Sterne, echt? So wenig? So wenig gibt's nur? Oh Mann, sind wir schon fast am Ende, ey. Willkommen zurück! Willkommen zurück. Ich wusste, dass du schließlich zurückkehren würdest. Schau auf den Boden zu deinen Füßen. Eine 16. Ich bin aber 18 Jahre alt, bald 19. Diese Zahl steht für die Sternenkraft, die du noch brauchst, um in eine andere Welt zu gehen. Hä? Eine andere Welt. Dort wirst du dir selbst begegnen, aber bist nicht wirklich du. Ach so! Mhm. 16 Sterne, dann können wir mit Luigi spielen, das heißt es. Ja, da brauchen wir natürlich alle 120. Ja, Freunde, ich würde sagen, dass der Part nicht zu lang wird. Wir machen jetzt hier einen Cut, haben das Final Bowser und die Credits und alles gehabt. Mein kleines Fazit. War ein bisschen schnell am Ende noch durchgemacht, aber es ist halt Fakt. Ihr könnt ja eure Meinung im Kommi schreiben, wie ihr das Spiel findet. Ihr könnt auch mein Face schreiben, wie ich das Spiel bis jetzt rübergebracht habe und alles. Ich fand das sehr geil, das Let's Play. Ich meine, es ist noch lange nicht zu Ende, 16 Sterne und so. Nochmal 4-5 Parts noch. Na, kommt hin. Und dann sehen wir weiter, Freunde. Ich wünsche euch noch was, ne? Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao. Und danke fürs Anschauen. Macht's gut und haut rein. Und danke fürs Anschauen. Bis dann.